Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Hardware-Deals 900 AMD Edition für 999 Euro und dem Hardware-Deals 1000 AMD Edition für 1099 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, warum gucke ich mir heute zwei Stück an? Ganz einfach, es wurde sich in den Kommentaren gewünscht, ich soll mir den Hardware-Deals 1000 AMD angucken. Das Ding ist, der eine kostet 1000, der andere heißt 1000. Die unterscheiden sich aber nicht großartig. Der etwas teurer ist, hat einfach eine bessere Grafikkarte und ein besseres Netzteil. Von daher können wir die beiden in ein Video mit reinnehmen. Ich denke, damit ist allen soweit geholfen. Falls ich doch irgendwie noch einen vercheckt habe, dann schreibt es in die Kommentare, dann gucke ich mir den gerne auch nochmal an. Starten wir erst mit dem 900er, der 999 kostet. Wie immer erst das Bild, einfach nur das Gehäusebild. Das passt soweit, da ist keine Hardware drin verbaut, die so quasi nicht drin ist. Da ist einfach gar keine Hardware drin und das ist auch gut so. Starten wir mit dem Prozessor, das ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, hat 65 Watt TDP, kann sich allerdings auch so teilweise bis 88 Watt ungefähr reinschrauben und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Den könnt ihr auch mit 3600 oder 4000 laufen lassen, umso schneller, umso besser kann man quasi sagen. Dass man hier noch auf die ältere Plattform AM4 geht, kann ich durchaus verstehen, weil die neuere Plattform AM5, also auch die AMD 7000er Prozessoren, laufen nur mit DDR5. Ob man das in einem 1000-Euro-System unterkriegt, glaube ich nicht. Deswegen finde ich schon noch okay, dass man hier auf AM4 geht. Man könnte ja hinterher sogar noch upgraden auf einen 5800X, 5900X, 5950X oder auf einem 5800X3D zum Beispiel. Die Prozessoren sind ja nicht schlecht. Die sind halt einfach nur ein bisschen älter, aber für das System ist es auf jeden Fall in Ordnung in der Preisklasse. Da er ja 8 Kerne hat, könnt ihr mit dem auch streamen, wenn ihr das möchtet. Klar, es gibt bessere Alternativen, aber wenn ihr wirklich mit diesem System streamen wollt, wäre das hier eine Möglichkeit. Und er kostet 188 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Endofy Spartan 5 Max. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt. Der reicht also ganz dicke für diesen Prozessor aus. Selbst wenn es nur 150 Watt wären, wäre das auch noch in Ordnung. Ich sollte vielleicht mal bei Endofy nachfragen, ob ich den mal zum Testen kriege. Das wäre mal ganz interessant, was der wirklich so kann. Aber hier wird auch nicht mit dem Stockkühler gegangen oder sonst irgendwas, sondern hier wird ein vernünftiger Luftkühler verbaut. Ist jetzt natürlich kein, was weiß ich, Be Quiet FX-Kühler mit RGB und dem ganzen Kram dabei. Aber er reicht halt aus für dieses System. Ist halt einfach so. Kein Schickimicki-Bling-Bling, aber er kühlt den Prozessor. Und der kostet 20,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming X. Das hat gekühlte Spannungswandler, eine einigermaßen schicke I/O-Blende, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten kann noch eine weitere SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Und die beiden Slots könnt ihr noch benutzen, zum Beispiel für eine Capture-Card, hier unten ist auch noch einer, hätte ich fast übersehen. Oder eine WLAN-Karte oder was auch immer ihr da reintun wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1. Die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen. Ihr zieht das Bild bitte über die Grafikkarte, zweimal USB 2.0 und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Ist ein älterer Anschluss für zum Beispiel irgendwelche gewerblichen Büros, wenn da die USB-Geräte deaktiviert werden und die Leute dann ihre Maus und Tastatur wirklich nur über diesen Anschluss dann anschließen können, damit eben nichts geklaut wird an Daten oder irgendwelche Viren eingeschleust werden oder sonst was. Da werden halt die USB-Anschlüsse öfters mal deaktiviert. Aber solche Mainboards findet man auch nicht im Büro, also von daher egal. Grundsätzlich ein solides Board. Ist nichts Besonderes, bringt die grundlegenden Funktionen mit, ist Full ATX, ihr habt die Erweiterungsmöglichkeiten, das ist schon okay. Ist jetzt nicht das Beste, aber auch nicht das Billigste. Und das kostet 139,99 Euro bei eBay über EM Mobiles 15. Es gibt von dem Board eine neuere Version, die heißt V2, die kostet dann auch nur 115 Euro. Aber bei Dubaro steht es halt V1 bzw. gar keine Kennung. Deswegen nehme ich jetzt die ältere Variante, die ist auch ein bisschen teurer. Ihr könnt von mir aus hinterher im Warenkorb noch irgendwie 30 Euro abziehen, also diese Differenz zum V2. Aber wenn Dubaro nicht V2 hinschreibt, nehme ich halt einfach den Originalpreis. Die Grafikkarte ist eine 12 GB AMD RX 6700 XT beliebiger Hersteller.
Da wir hier jetzt freie Hand haben, nehme ich einfach die PowerColor Radeon X 6700 XT Fighter. Die hatte ich tatsächlich auch mal in einem Nubaro-System gesehen. Also es kann durchaus sein, dass die da reinwandert. Macht keinen großen Unterschied, welche ihr da jetzt nehmt, von welchem Hersteller. Hier und da sind sie noch ein Ticken schneller, ja, oder haben bessere Kühlung von mir aus. Wir nehmen jetzt einfach die günstigste. Grundsätzlich muss man sagen, für Full HD reicht die ganz dicke die Karte. WQHD geht auch noch. 4K würde ich vielleicht schon auf eine andere gehen. Es gibt natürlich Games, die in 4K da auch laufen. Valorant und sowas, was jetzt nicht grafisch so krass anspruchsvoll ist. Aber für AAA-Titel bis WQHD ist es noch okay. Natürlich gibt es auch schon neue Generationen von AMD und so weiter. Aber das ist echt eine gute Karte in diesem Preissegment. Die passt da gut rein. Den FPS-Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kombiniert mit dem Test einer 6750 XT. Weil die in dem zweiten System gleich drin ist, was wir uns angucken. Da seht ihr die Unterschiede, da sage ich auch später noch was zu. Und die kostet 399 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB, also Dual Channel, DDR4, Kingston, 3600 MHz Fury Beast. Ihr habt da jetzt diese Thematik, was ich auch angesprochen habe. Der Prozessor unterstützt offiziell 3200, hier sind 3600 drin, 4000 würde der auch noch fressen. Aber der 3.6er ist schon mal gut, der Fury Beast ist auch ein guter RAM, habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Und 16 GB in der Preisklasse sind völlig okay. Es werden zwei Riegel, A 8 GB verbaut, Dual Channel ist also gegeben, ist auch immer ganz wichtig. Wenn ihr nur einen Riegel habt, kauft euch bitte einen zweiten dabei. Wirklich, ihr werdet einen Performance-Unterschied spüren. Der hat zwar keine RGB-Beleuchtung oder so, aber an dem ist nichts auszusetzen. Den gibt es auch noch mit RGB tatsächlich, aber die nehmen halt jetzt den ohne. Und der kostet 48,79 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 500 GB Kingston NV2. Wir müssen jetzt zwar so ein bisschen den Preispunkt im Auge behalten. Ihr seht auch hinterher an der Liste, dass da eigentlich nicht mehr viel mehr reingepasst hätte, aber ein Terabyte hätte ich mir wirklich gewünscht. Falls ihr euch das System kauft, tut euch selber einen Gefallen, packt einen Terabyte rein. Von mir aus auch die NV2, wenn sie die als 1 Terabyte Variante haben. Ihr werdet mit 500 GB nicht glücklich. Ich weiß, ich bringe dieses Beispiel mal ziemlich häufig, aber ARK Survival Evolved kann sich auch gerne mal 450 GB reinschrauben. Dann habt ihr noch ein bisschen Platz fürs Betriebssystem und dann war's das. Also wirklich, nehmt einen Terabyte. Ansonsten hat die eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Ist für einen Gamer völlig ausreichend. Muss nicht schneller sein, langsamer muss auch nicht unbedingt sein, aber so ist es genau die Mitte, das ist schon okay. Natürlich gibt es qualitativ bessere SSDs. Ich höre das immer ganz oft bei mir im Livestream, nimm TLC-Speicher und nimm hier TBW und bla bla bla. Ey Leute, wirklich, für einen normalen Gamer, völlig egal, kannst du auch einfach die nehmen. Und die kostet 28,78 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 500 Watt BeQuiet Pure Power 11. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Das mit dem Kabelmanagement sage ich ja mal ganz häufig, modular gefällt mir besser, weil ansonsten die Kabel einfach ins Gehäuse gestopft werden, die dann übrig bleiben. Bei diesen modularen kann man die Kabel einfach weglassen, kommen in den Karton und dann ist alles schön. Für euch als Fertig-PC-Käufer ist das vielleicht gar nicht interessant, weiß ich nicht. Ich mag modulare Netzteile, aber ihr seht davon sowieso nichts mehr. Ansonsten 500 Watt ist genau auf das System zugeschnitten. Ich würde jetzt auch keine stärkeren Komponenten mehr reinschmeißen. Vielleicht noch ein Ryzen 5800X oder so. Ja, das geht. Aber stärkere Grafikkarten würde ich da jetzt nicht unbedingt reinschmeißen. Ansonsten, qualitativ ist das ein gutes Ding. Ist ein Pure Power von BeQuiet. Kann man nicht meckern. Ist kein billiges Silence-Netzteil oder sonst irgendwas, sondern ist ein gutes Netzteil. Das passt schon. Und das kostet 68,50 € bei BEA Computer in Österreich oder 68,89 € bei Playox.de. Das Gehäuse ist ein Enderfy Ventum 200R mit Glasfenster. Das ist ein Metallkasten mit einer Meshfront und einer Glasscheibe. Das war's dann halt. Es sind drei Lüfter vorne vorinstalliert und einer auch hinten. Dementsprechend ist der Airflow gegeben. Das ist ganz geil bei dem Case. Für 60 Euro ein Case zu kriegen mit 4 vorinstallierten Lüftern, kann man machen. Und das ist auch keine dämliche Plastikscheibe. Das ist wirklich eine Glasscheibe. Aber ansonsten ist mit diesem Gehäuse nicht viel los. Ich lasse es euch einfach gesagt sein. Das erfüllt alle Funktionen für so ein 1000-Euro-System, aber ich würde jetzt keine 4090 reinschmeißen. Das möchte ich damit sagen. Und das kostet 60,89 € bei Mindfactory. Ansonsten Betriebssystem optional erhältlich und 2 Jahre Garantie. Also Betriebssystem könnt ihr selber installieren. Wenn ihr es bei Dubaro vorinstallieren lasst, bezahlt ihr 30 Euro. Ich glaube mit Key roundabout 100 Euro, je nachdem was ihr da nehmt. Ihr könnt es auch einfach, wie gesagt, selber installieren. USB-Stick, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann knallt er da einen Key rein, dann seid ihr fertig damit. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 954,84 €, das System soll kosten. Einen knappen Taui. Also roundabout 50 Euro fürs Zusammenbauen. Völlig okay, kann man machen. Preislich super Sache. Wie gesagt, kleiner Tipp,
nimmt einen Terabyte Speicher. Wirklich. Natürlich hätte es irgendwo noch reingepasst, da jetzt daraus, also aus den 500 Gigabyte, einen Terabyte zu machen. Aber Dubaro muss auch noch irgendwo was verdienen. Und ich denke, wenn man 50 Euro Differenz gegenüber Geizhals hat, ob man da jetzt noch meckern sollte, weiß ich nicht. Jetzt kommen wir noch zu dem zweiten. Der kostet einen Huni mehr. Das Einzige, was hier anders ist, ist eine 6750 XT und eben das Netzteil mit 650 Watt. Die Sachen zeige ich euch jetzt gerade auch nochmal. Wir haben hier eine Herstellergarantie von 10 Jahren, 80 plus Gold-Zertifizierung und ein vollmodulares Kabelmanagement. Und ATX 3.0 ist ganz geil, weil ihr damit schon die neuen Grafikkarten, wie zum Beispiel eine 4070 Ti, ansteuern könntet mit diesem Netzteil. Es hat 650 Watt, also 150 Watt mehr als das andere System. Und ich finde, das lohnt sich dann schon irgendwo mit dem Aufpreis. Gerade wenn wir darüber nachdenken, dass hier eine 6750 XT auch noch mit drin ist. Ich habe jetzt die günstigste rausgesucht, deswegen ist jetzt hier eine Asus drin. Rein von den Grafikkarten her, wenn man diese 100 Euro Unterschied nimmt, lohnt sich eine 6750 XT einfach nicht. Aber zusammen mit dem Netzteil ist das schon eine coole Nummer. Schauen wir uns auch nochmal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1034,79 Euro. Und das Ding kostet 1,1. Also seid ihr bummelig bei 65 Euro oder so fürs Zusammenbauen, was auch völlig okay ist. Auch hier das Thema, 1 TB bitte reinschmeißen. Wenn ihr wollt, auch 2 TB, ist mir egal, aber 500 ist halt wirklich ein bisschen wenig. Setzen wir jetzt die reine Rechenleistung gegenüber dem Mehrpreis von 100 Euro, was immerhin 10% sind, finde ich, dass 6750 XT sich nicht wirklich lohnt gegenüber der 6700. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe den FPS-Test gesehen. Gleicht sich ungefähr an mit dem Preis. Aber das Netzteil, das ist auch noch so ein Thema. Und dann würde ich vielleicht doch schon eher das für 1.1 nehmen. Das müsst ihr jetzt natürlich selber entscheiden. Sind beides gute Systeme, bis auf diese 500 GB Festplatte, was ich nicht verstehe. Oder SSD, viele regen sich auf, wenn ich Festplatte sage, aber so heißt es halt. Aber ja, ihr habt soweit meine Kritik gehört. Ich denke, das sind soweit ganz gute Systeme. Verlinke ich euch auch einfach unten in der Videobeschreibung. Ist auch kein Affiliate-Link oder so. Ich habe mit Dubaro sonst nichts am Hut. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann kauft euch die ruhig. Ist kein Thema. Gut, das wär's dann mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.